Und damit, meine lieben Freunde, Damen, Herren, Verwandte und Unverwandte, wahrscheinlich mehr Unverwandte, willkommen zur vierten Kategorie. Und zwar heißt diese Kategorie Jungler Gaming. Ja, jeder von uns hat sich einen Jungler ausgesucht und wir kämpfen mit den Junglers gegeneinander. Natürlich nicht im Jungle, aber ja, ne? Ja, nö. Ja, ich denke mal, das wird auch wie das erste Spiel nicht wirklich so lange gehen, da ich eigentlich, glaube ich, habe bis jetzt einmal im Jungle gespielt, so wirklich. Naja, es hat ja nichts mit Jungle zu tun an sich, es geht ja wirklich einfach nur pur um dieses, ich kämpfe halt mit dem. Und wir sollten uns vielleicht als... Was wollen wir uns für ein Ziel setzen, bevor wir einfach gewinnen oder irgendein Ziel setzen noch mit? Keine Ahnung. Ja, was ich noch sagen wollte, ich habe, wie gesagt, im Jungle nie willkommen wirklich Erfahrung sammeln können. Das heißt, ich habe da nicht so die Erfahrung mit irgendwelchen dieser Jungler. Ich spiele mit Tyranna zum ersten Mal. Ja, es wird also jetzt ein harter Kampf führen, Wolke. Das Problem an der Sache bei Tyranna ist zum Beispiel, kann ich dir gleich mal verraten, Tyranna geht tanky und Chaco hat im Endgame gegen Tanks keine Chance mehr. Also wenn ich hangel mich hier einfach nur an den empfohlenen Gegenständen. Oh, zwei Poros, guck mal, die verfolgen mich. Guck mal hier, die mich verfolgen. Dann halt nicht. So. Also wie gesagt, ich hangel mich hier wirklich nur an den Ich muss sagen, ich habe noch nie Chaco auf der Lane gespielt. Ich hangel mich hier wirklich einfach nur an diesen vorgegebenen Dingern entlang. Was anderes bleibt. Du bist ein Typ mit deinem Vogel, mit deinem angefangenen, mit deinem Smite immer am Anfang, das ist die Härte. Habe ich noch nie gesehen bei jemandem. Kein Smite. Weißt du, was ich meine? Na, da hast du jetzt schon deinen Jump gewastet. Auf einmal stehe ich bei dir davor. Ne, hätte ich jetzt den Jump nicht angebracht. Ja, wärst du tot gewesen, das hast du vollkommen recht. Das hast du vollkommen richtig erkannt. Ich bin hier noch nicht so mit der klar. Lalalala. Ich will dich auch nicht unterschätzen. Ich habe das so ein Problem, dass ich manchmal Leute unterschätze, wenn ich denke, oh ja gut, erstes Mal, okay, wird schon nicht so gut sein. Ja, aber sie genau sowas. Oh mein Gott, wie gesagt, ey. Ich kenn die Attacken hier von der Tyranna eigentlich gar nicht. Ich drücke hier einfach nur. Nee, das war's gerade nicht du, das war dein Tower. Ich bin nämlich direkt in dein Tower gerade reingesprungen. Ja, deswegen, ich drücke hier eigentlich nur abwechselnd immer mal Q und B und E und ohne wirklich genau zu wissen, was ich hier eigentlich mache. Vorteil bei Tyranna ist, sie kann verbrennen. Und zwar hardcore verbrennen. Und es geht mir jetzt schon auf den Keks. Könnte also doch vielleicht ein Sieg für dich werden. So. Oh, alter Schwede. Da muss ich mich jetzt mega zusammenreißen bei dir. Lass die Meisterarbeit mal die Boxen machen hier. Ich denke, ja, aber du könntest etwas Glück haben, dadurch, dass meine Ping-Zahl ja hier immer gerne mal ein bisschen in die Höhe schießt. So. Fahr mal ein bisschen. Ist gerade alles so leise geworden. Keine Ahnung warum. Ich bin leise geworden. Nein, hier ist alles gerade leise geworden. Vergiss es.
Boah, Alter. Macht echt heftig Schaden, die Alte, ne? Kannst ja, du nichts gegen sagen. Glaube, wenn ich öfters mit Shyvana spielen würde, hätte ich hier, glaube ich, richtig gute Chancen gegen dich. Ja, wenn du öfters mit Shyvana spielen würdest, ich wusste ja, dass er Shyvana nimmt, hätte ich auch nicht Jaco genommen. Ich habe Jaco mit Absicht jetzt genommen, damit du ein bisschen mehr Chance hast. Nein, halt nicht. So. Ich kann ja nicht, das ist ja, wenn ich jetzt die Runde gewinne, habe ich ja komplett gewonnen. Deswegen kann ich es ja jetzt nicht so böse machen für dich, weißt du wie? Es ist wäre ja unfair. Hätte ja nicht bei Renner nehmen müssen. Hätte ja auch den anderen da nehmen können. Oh mein Gott. Oh, siehst du mal. Oh mein Gott, siehst du mal. Da hast du mich gekillt. Oh mein Gott, nein! Nicht gut! Ja, gut, wobei... Hier bei Aram ist das mit den Kills so früh immer so Sache. Wie meinst du das? Hier ist eigentlich... Ja, ich finde immer bei Aram ist teilweise sogar besser, recht früh zu sterben. Vielleicht nicht unbedingt als erster, aber... Weil, wie man vorhin gesehen hat, ich konnte mit Cho'Gath kaum noch was machen. Weil du, Quatsch, war das Cho'Gath? Ach, ich weiß es nicht mehr. Weil du halt öfters einkaufen konntest dann. Und sobald du später dran bist mit Sterben, sag ich mal, und einkaufen, hast du kaum noch Chance, weil... Ja, da hast du recht, das ist... so stark, wenn du stirbst. Wenn du dann stirbst, dann ist der Gegner einmal durch und fertig. Ja, das ist allerdings recht. Deswegen ist das immer so ein bisschen... Hier, guck. Du kannst jetzt meinen Turm schon killen, weil du einkaufen warst und... Nee, das ist die spezielle Fähigkeit von Jaco mit seiner Ulti. Das ist der einzige Grund, warum ich ihn jetzt so schnell gekriegt habe. Guck mal, wie viel Leben du jetzt hast. Mir wurde was erzählt mit Jaco, was ich probieren soll. Ich mach's einfach mal jetzt, ne? Na komm. Dummer Drache. Ich finde den mal übelst geil eigentlich, Drachen. Ich fände es cool, wenn es davon einen richtig geilen schwarzen Skin gäbe oder so. Von Jaco. Nee, von dem Drachen. So. Wer weiß. Gibt's ja vielleicht. Von Jaco hätte ich vielleicht gern so einen Zirkus-Clown-Skin, sowas Lustiges, weißt du wie? Oh mein Gott, nein. Sterb doch. Oh mein Gott. Lass mich. Und da ist er wieder. Na du. Die Boxen sind nervig, gell? Vor allem muss ich da echt aufpassen. Das war echt sinnlos jetzt gerade. Ja, das war eigentlich auch nicht so gewollt. Ich dachte, ich hätte meine D. Hatte ich aber nicht. Und, naja. So ist jetzt ein Sprung da draus geworden. Meinst du so aufpassen wegen den Boxen? Tja, da muss ich jetzt mal leider zurückstecken. Das läuft gerade nicht so gut für Jaco. Aber ist ja nicht so schlimm, ja, ich habe ja noch eine Runde. Ich habe momentan so den kleinen Puffer, weil ich schon zwei Runden gewonnen habe. Muss nichts heißen. Kann auch was heißen. Tja, hast du das gemerkt? Das Problem ist hier gerade, ich meine, so auf der normalen Map, da kann man das ja vielleicht nochmal feststellen, eben durch den Blue und Red Buff und so. Aber hier bei Aram geht das ja nicht. Hier hast du ja diese Buffs nicht. Ne. Das heißt, das ist wirklich großer Vorteil von Jaco hier, auf Aram eigentlich.
Ja, ich habe auch übelst viele, ich habe übelst schnelle Möglichkeit mit meinen Sprung überall hin zu gelangen, ne? Musst auch mal sehen. Ich kann zum Beispiel jetzt einfach mal. Den hier machen. Dann habe ich die schon getroffen. Aber es war mir klar, dass du von da kommst, deswegen habe ich dich auch getroffen. So. Wie viel Kohle hast du? Bisschen was. Ich habe jetzt 2,4 wieder. Barber auch schon mit, ich glaube, 2k nach Hause, zu Hause. Und da war ich wieder. Ist halt eben auf Aram hier echt ein Vorteil, wenn du so die ganze Zeit Jumps machen kannst und so. Oh mein Gott, nein. Meinst du wirklich, dass du dich weiter mit anlegen solltest? Anscheinend schon. Ah, ich wollte mal eine Shopping-Tour machen. Ach so. Das verstehe ich natürlich. Ich glaube, diese empfohlenen Gegenstände hier, die bringen mich nicht wirklich weiter. Oh Gott. Aber naja, gut. Man probiert, man probieren kann. Ah, siehst du, das ist mein Sound auch wieder lauter geworden. Jetzt habe ich einen Ping von, halte ich fest, 1469. Weil ich bin gerade an dir vorbeigejumpt, du hast es nicht gerafft. Ja, wie gesagt, ich konnte mit meinem Ping, das geht hier gerade alles gar nicht an. Okay. Alles klar. Herr Kommissar. Ich glaube, bei dir mache ich lieber kein schnelles Spiel, das wird nämlich sonst nach hinten losgehen, so wie ich deine Spielweise kenne. Darum spiele ich lieber sicher, statt schnell. Was meinst du damit? Meinst du, dass das Spiel dann zu schnell zu Ende wäre? Nein, dass du wahrscheinlich draufhauen würdest und mich killen würdest, wenn ich zu aggressiv spiele. Na, was ist? Guck mal, was du für ein Damage machst und was ich für ein Damage mache. Hallo! Na du! Aua! Das hat jetzt weh. Kauferei hat ja echt gar nichts gebracht. Mir? Bei mir. Ja, weil ich auch einkaufen war und ich habe mir halt gerade übelst das Life geholt. Ich habe mir gerade, glaube ich, 800 Leben oder so dazu geholt. Na, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich kaum Angriffsschaden mache. Ja, nicht wirklich, gell? Ich habe auch so das Gefühl, dass sich das nicht wirklich bessern wird. Nee, Chavenna ist jetzt nicht so der starke Angreifer. Sie haben tut halt im Laufe ihre, dadurch, dass sie halt so viel Leben hat, wirkt der Angriff immer sehr stark, weil sie halt so schnell nicht down gekriegt wird. Gerade für Jacko ist es halt im Endgame sehr schwer, jemanden down zu hauen, der so viel Leben auf einmal hat. Ich will jedes Mal zurück, wenn wir was einkaufen, das geht ja nicht. Hast du mich vermisst? Hast du ein Glück, ey. Nö, ich hatte ihn schon. Ich wollte nur ein bisschen trollen. Trollalalala. Hätte ich fast gehabt. Hättest du nicht, weil du hättest meine Ulti gekillt. Meine Ulti hätte ich dann trotzdem noch umgebracht.
Das ist das Problem bei deinem Feuerschleier. Du greifst damit alles an. Wenn meine Ulti neben dir steht, heißt das, du greifst die Ulti auch gleichzeitig an. Guck mal, was da offen liegt bei dir. Flup. Ja, was ich natürlich sofort ausnutzen werde. Aber vielleicht komme ich gar nicht mehr dazu, sehe ich gerade. Doch, schaffe ich noch. Oh mein Gott. Oh, ja gut, das war's. Passt aber, gefällt mir gut. Dann kann ich nämlich jetzt wieder was kaufen. So. Ja, du wolltest von meinem Turm killen lassen. Das Kill bekommen wir gar nicht geplant, war. Nee, ich wollte eigentlich wegjumpen rechtzeitig, aber da hast du mich in meiner Unsichtbarkeit noch mit deinem Flammen getroffen. Das heißt, wenn ich mich von Turm hätte killen lassen, hättest du es trotzdem bekommen. Ich wollte mich eigentlich durchjumpen, weißt du wie? Und dann mich von deiner Plattform killen lassen. Oder so. Aber da warst du halt mal ganz kurz zu schnell. Passt aber. Ist auch egal. Hast halt einen Kill. Bringt dir im Endeffekt jetzt nicht viel, ne? Nee, bist du schon wieder da. Bin ich? Verstehe ich gar nicht, die Aussage. Na, rennst du lieber, ja? Übrigens, das Dümmste, was du machen kannst, ist bei Jago den Rücken zu drehen. So zum Beispiel. Ja, was sollte ich machen? Kann eigentlich... Ja, Shyvana kann hopsen. Den Hops, also als Tipp, den Hops solltest du dazu einsetzen, wegzukommen. Ah, der hat dich halt natürlich genau in die andere Richtung eingesetzt. Schon. Das ist natürlich der nächste Dolle. Ach, der Inhibitor wurde gekillt? Sehe ich gerade. Ja, der hast du doch von Damage. Ich habe aber nicht down gekriegt, oder? Habe ich das? Doch. Ah. Echt? Habe ich gar nicht gemerkt. Ja, den hast du doch vorhin noch mit. Diesmal nicht, Fräulein. Diesmal nicht. Chip Chimini. Oh. Du hast einen traurigen Clown in deiner Base liegen. Ein sehr trauriger kleiner Clown. So, was hole ich mir denn jetzt? Was? Das ist okay. Das ist okay. Ich mag traurige kleine Clowns. So, jetzt wirst du wahrscheinlich den ersten Tower kriegen. Vielleicht kriegst du sogar noch den zweiten Tower und dann stirbst du. Das war sehr klar. Du hast jetzt einen Heal geholt und hast dafür Schaden eingesteckt. Tada! Nee. Ich hab mir den Heal ja erst geholt, nachdem ich den Schaden hatte. Nee, du hast den Schaden danach bekommen. Hallo, guck mal. Bin da. Natu. Das ist der Mann. Tschüss. Ach, ich bin so dumm. Was denn? Siehst du, was ich machen kann? Ja, guck mal. Flup, 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 flup. Und ich nehme mich wieder auf. Ich bin jetzt bei 208 Angriffsschaden. Ja. Auf meinem fünften Item. Erzähl ruhig weiter, passt schon. Tja, meine Lieben, das war's dann mit der vierten Runde. Das war jetzt doch ein recht schneller Gewinn für mich. 3-1 für mich, Wolke, damit hast du wohl verloren. Aber es kommt noch eine fünfte Runde. Ja. Die gucken wir, machen wir auf jeden Fall noch. Das ist eine. Jeder kriegt einen Champ. Ich muss auch sagen. Ja.
Mir gefällt die Shyvana gar nicht mal so. Also mir gefällt die eigentlich ganz gut. Ja, die ist gut, gell? Also vor allen Dingen im Teamfight. Das ist halt ein Problem. Ich mach mal hier raus. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich erkläre Ruben das nochmal. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao.